Herr Vorsitzender, in der Tat bin ich ja seit 6. Juli, wenn ich mich nicht täusche, mein Bürgermeister zum Gemeinderat gestellt worden. Aber ich danke für diese Interpretation, mir war das ja auch nicht klar, was ich jetzt voranführe und was ich nicht. Aber das scheint eindeutig geregelt zu sein mit der Verfassung. Also schönen guten Morgen, mein erster Tag im Wiener Gemeinderat. Ist anregend und ein bisschen aufregend, das ist ja auch was ganz anderes als im Parlament. Einige wenige Gesichter kenne ich schon, teilweise aus dem Parlament, Herr Jung zum Beispiel. Naja, man kann sich ja nicht auszubegehren. Ich hoffe, Sie werden nachsehen, dass ich nicht gar so ein schlechtes Gedächtnis für Gesichter habe, aber die zugehörigen Namen, das darf natürlich schon in der Zeit sein, dass ich das alles merke. Und ich hoffe, dass wir einigermaßen miteinander auskommen, soweit das im politischen Bereich möglich ist. Dazu ein Thema heute. Der Herr Gemeinderat Ohlen hat ja schon erwähnt, dass es zwei Anlassfälle gibt, den Antisemitismus heute zu thematisieren. Und im Großen und Ganzen kann ich Herrn Gemeinderat mit seinen Ausführungen verpflichten. Aber wenn man überlegt, wie würde ich denn reagieren oder wie würde das auf mich wirken, wenn ich auf der Straße mit dem Mittelfuß behelligt habe? Was geht da in einem vor? Also ich kann nur sagen, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich kann den Betreffenden als Blödmann sehen, vielleicht auch bezeichnen, als vollkommen in die Idioten. Aber ich kann ihn auch etwas ernster nehmen und mir denken, was will er damit sagen? Und im zweiten Fall kann ich den Hitlergruß als gefährliche Drohung interpretieren, nämlich, das ist ja nicht irgendwas, und mit einem Minimum an Geschichtsbekenntnissen muss man ja wissen, was damit verbunden ist. Das ist die Drohung mit Rechtlosigkeit, mit Gewalt, mit Deportation, mit allen möglichen Dingen, man muss gar nicht bis in die KZs, in die Vernichtungslager hier vordringen, und sich als gefährdet einzustufen. Also mit anderen Worten, das ist kein Hetz, das ist kein Witz, das ist mit Sicherheit kein Kavaliersdelikt, was hier vorliegt. Und es fällt auch nicht unter Meinungsfreiheit und auch nicht unter die Freiheit der Meinungsäußerung in Demokratie. Und insofern ist es schon, also zumindest bedrückend, zu lesen in den Medien, dass der eine oder andere Polizist in der Situation mit den Banditen anwesend war, aber sich geweigert hat, einzuschreiten mit dem Argument, sinngemäß, na was wollt's, es ist Fußballzeit. Es ist Fußballzeit, ja, und ich war lang genug Eishockey-Fan, um zu wissen, dass man in der Hitze des Gefechts, wenn die gegnerische Mannschaft einen Foul begeht, weil schon Sachen hinausschreien kann, die einem im Nachhinein leid tun und die man nicht wiederholen will. Aber es war ja nicht der Fußballplatz. Es war mitten im Zentrum von Wien. Es war nicht im anderen Stadion und nicht im Bamberg-Stadion. Und der Rabbiner hat auch keinen Foul begangen. Er ist deutsch spazieren gegangen, aus welchen Gründen auch immer. Also es gibt keine, wie soll ich sagen, aus der Hitze des Gefechts nachvollziehbare Begründung für das Verhalten dieses Polizisten. Das ist nicht der erste Fall. Ich erinnere mich an einen Fall 2011, letztes Jahr, wo durch den Zufall wieder eine grüne Bezirksrätin im Zug konfrontiert war mit solchen Äußerungen, antisemitischen Hitlergruß und so weiter. Und am Westbahnhof in Wien das zur Anzeige bringen wollte bei dem anwesenden Polizisten. Der hat sich geweigert, die Anzeige aufzunehmen. Dieser Polizist wurde im Laufe der Monate wegen Amtsmissbrauch verurteilt, mit Recht. Und das hat sich nicht herumgesprochen mit der Polizei. Die Polizei muss eine Anzeige entgegen. Der Betreffende ist nicht berechtigt, selbst zu beurteilen. Naja, das war ja nicht ernst gemeint, das ist ja jetzt, was man jetzt da etc. Ja? Also auch in diesem Fall kann man das nicht hinnehmen. Zur antisemitischen Karikatur, wir brauchen vor allem darüber debattieren, ob das jetzt wirklich antisemitisch war oder nicht, die man anderen halbwegs nachdenkliche Mensch erkennt, das am ersten Blick, dass das als ein Stürmer, der Stürmer nachdenklich ist.
Geistiger, ja, das ist ja ganz eindeutig. Ja. Hier entsteht ein Schaden für ihn. Man macht sowas nicht, das ist die eine Sache. Ja. Selbst wenn kein Innenschaden für ihn entstehen würde, sollte man das nicht tun. Aber der Vollständigkeit halber erwähnt sich das auch. Ja, doch, ja, darf ich darf darauf aufmerksam machen, dass Ihre Redezeit jetzt abgenommen ist. Es geht ja um den Schluss.